Die unmöglichsten Dinge werden in Videospielen zu Waffen. In GTA San Andreas kannst du zum Beispiel auch mit einem Strauß Blümchen zuschlagen. Und diese paar Stängel machen unrealistisch viel Schaden. Wir sehen keinen Unterschied zu den Auswirkungen, die du mit einer schallenden Ohrfeige anrichten würdest. Sobald du merkst, dass das Blümchenprügeln ordentlich Schaden macht und zudem verboten lächerlich aussieht, wirst du eine Zeit lang nur noch mit den Tulpen bewaffnet um die Häuser ziehen. Die Gears of War-Reihe hat eine Unmenge an witzigen Easter Eggs und lustigen Details. Und wir stellen euch eine der döfsten vor, nämlich den Fischstick. Einen gebratenen Fisch am Stock. Genau so eine Rute mit Fisch dran hältst du beim Zelten über dein Lagerfeuer. Wer kommt denn bitte auf die Idee, diesen Fisch als Waffe zu verwenden? Um den Fischstock freizuschalten, musst du erst in die Kanalisation und ein paar Schritte ausführen. Feinde töten, Ventile drehen und so weiter. Aber dann funktioniert der Fisch am Stiel wie eine ganz normale Keule. Du kannst gleich mehrere Feinde eliminieren, wenn du ihnen den Fisch ins Gesicht schmetterst. Shadow Warrior 2 lässt dich ein Bündel mit Geldscheinen als Waffe einsetzen. So sieht die Waffe aus. Genau, es ist einfach ein Bündel frischer Scheine, nichts weiter. In der Spielebeschreibung steht über das Geldbündel Folgendes. Seien wir ehrlich, wie oft wollten sie sich schon wie ein gottverdammter Wolf of Wall Street fühlen und eine Tussi mit einem frischen Bündel Scheine erschlagen? Nun, wenn sie mich fragen, mindestens 5-mal am Tag. Aber ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. Trotzdem, jetzt ist ihre Chance. Zufriedenheitsgarantie oder sie kriegen ihr Geld zurück. Prolliger geht's nicht. Dreh dich einfach im Kreis, schleuder die Scheine in alle Richtungen und schau zu, wie die Gegner in deinem Umfeld an deinem Reichtum zugrunde gehen. Das Bündel Geldscheine kriegst du übrigens bei Larry in seiner Bude. Die Waffe, die in diesem Video am ekelhaftesten aussieht, ist der Tendrilizer aus Just Cause 4. Getragen sieht die Waffe aus wie eine Art Rucksack biologischen Ursprungs, die sich auch noch schlängelnd bewegt. Wenn du sie auf eine Oberfläche abfeuerst, lässt sie eine riesige Ranke aus dem Boden sprießen, die einen Sturmpanzer hält. Diese dämonische Waffe ist in einem Busch auf dem Dach des Beobachtungspostens versteckt und geradezu lächerlich overpowered. Die riesigen Tentakel des Tendrilizers halten Panzer, die alles und jeden in ihrer Reichweite in die Luft sprengen. 24 Tentakel hat die Waffe pro Magazin und übertriebener kann Riku kein Chaos anrichten. Böseste und spaßigste Fähigkeit in Dying Light 2 ist der dunkle Machtgriff. Aber du musst eine lange Reihe von Aufgaben bewältigen, bevor du ihn freischalten kannst. Unter anderem musst du 5 schwarze Gummientchen finden, die überall im Spiel versteckt sind. Und zwar richtig gut versteckt. Dann musst du geheime Areale freischalten und Aufzüge in die tiefsten Gebäudekeller nehmen, die es gibt. Dann verbindest du Kabel, startest eine Art satanisches Ritual und hast letztendlich die dunkle Macht freigeschaltet. Heb Gegner einfach mit der Kraft deiner Gedanken hoch und erwürge sie vor deinen Augen, genau wie es Darth Vader tun würde. Ganz ohne dir die Finger schmutzig zu machen. Eine der ikonischsten Waffen dieses Videos ist ganz klar die Bubblehead Gun aus Just Cause 3. Riku muss die Waffe erst finden und schon beim ersten Schuss merken wir, dass der Big Head-Modus auch Auswirkungen auf Riku selbst hat. Die Ballonknarre verursacht keinerlei Schaden, hat unendlich viel Munition und sie löst beim Abfeuern keinen Alarm aus. Das Einzige, was sie macht, ist den Kopf jedes Gegners auf riesige Größe anschwellen zu lassen. Die aufgeblasenen NPCs schweben mit ihren Ballonköpfen davon, wenn Riku sie nicht mit seinem Greifhaken festpinnt. Durch einen Flammenwerfer umzukommen, gehört zu den brutalsten und schlimmsten Toten, die es gibt. Da sind wir doch dankbar, dass die Macher von Far Cry New Dawn ihrem Flammenwerfer ein wenig Fröhlichkeit und Harmonie verliehen haben. Der Einhorn-Flammenwerfer schießt zwar Feuerfontänen, wie es jeder Flammenwerfer tut, aber das Feuer ist quietschebunt. Wer kann Böses im Sinn haben, wenn er die Welt bunter macht? Wir sicher nicht. Der Einhornflammenwerfer muss erst gecraftet werden. Das Elite-Modell besitzt sogar ein Horn und macht gewöhnungsbedürftige Geräusche. Als
Red Faction Armageddon in einem kurzen Trailer Mr. Toots ankündigte, die niedliche Einhornwaffe, die Regenbogen furzt, gingen die Verkaufszahlen bei Volition steil nach oben. Denn jeder wollte Mr. Toots in seinem Waffenarsenal haben. Eingeführt wurde Mr. Toots als kleines Extra, nachdem die Demo zum Spiel über 1 Million Mal heruntergeladen wurde. Der Kontrast war einfach zu krass. Das normalerweise eher nüchterne Red Faction Armageddon gibt dir die Möglichkeit, bunte und vernichtende Einhornfürze zu feuern. Und Mr. Toots hat das niedlichste Ponygesicht, das du dir vorstellen kannst. Seine Mimik verändert sich beim Schießen, sein Schweif geht nach oben, wenn du die Flatulenzen feuerst, und er quietscht und tutet, dass es eine Freude ist. Du musst das Spiel erst durchgespielt haben, um Mr. Toots zu halten. Ein Glitch sorgte damals dafür, dass die Aktentasche in Hitman 2 unfreiwillig zur zielsuchenden Rakete wurde. Das kam so gut an, dass die Entwickler sie offiziell zum Feature machten. Der geworfene Aktenkoffer konnte seine Ziele sogar hinter einer Ecke treffen. Es gab einfach kein Entrinnen. Der Koffer fand immer seinen Weg, auch wenn er dafür durch Wände gehen musste. Fragt beliebige Gears of War-Spieler, die meisten werden der Meinung sein, dass die Klackshot aus Gears of War 3 die beste Waffe der ganzen Reihe ist. Vor allem was den Spaß betrifft. Es gibt ein paar Schritte, die du durchführen musst, um das Ereignis zu triggern, das dir die Klackshot beschert. Aber dann erscheint ein fliegendes Huhn und lässt die Klackshot fallen, eine Waffe, die Hühner verschießt. Die Geräuschkulisse besteht plötzlich aus Hühnergegacker und Gekrähe. Und bei jedem Schuss fliegen die Federn, dass du das Gefühl hast, in einem Hühnertornado zu stehen. In Foren gibt es ganze Threads, die darüber streiten, welche Waffe aus Borderlands 2 die bessere ist. Die Morningstar oder die Bane. Beide sind skurril, absolut bescheuert und auch deshalb genau das, was du als Borderlands-Spieler als Waffe in deinem Inventar haben willst. Beide sind sprechende Waffen, was schon Spaß macht. Aber ihr Charakter könnte nicht unterschiedlicher sein. Die Morningstar könntest du als zynische und leicht depressive Knarre bezeichnen, die kein gutes Haar an dir lässt. Sie kommentiert jeden deiner Schüsse und nörgelt nur rum. Der typische Spruch, den sie dir an den Kopf wirft, lautet: Du bist ein schlechter Mensch. Die Bane ist da deutlich euphorischer. Die Waffe ist verflucht und sie schreit bei jedem Schuss. Du wirst irgendwann bekloppt, wenn du sie länger verwendest, weil du ihr Geschrei nicht abstellen kannst. Geh ins Menü und versuch, die Waffe zu muten. Es wird dir nicht gelingen. Dafür ist sie unglaublich stark und ihre Feuerrate beeindruckend. Schade, dass das Geplärre sie quasi nicht einsatzfähig macht. Beide Borderlands 2 Waffen kriegst du erst, wenn du Quests abgeschlossen hast. Skippy ist eine Pistole, die in Cyberpunk 2077 in einer schäbigen Seitengasse neben einer Leiche auf dem Boden liegt. Wenn du sie aufhebst, interagiert sie mit dir und sie hat einen wirklich netten Charakter. Skippy verlangt von dir, dich für einen von zwei Feuermodi zu entscheiden. Den eiskalten Killer oder den kätzchenliebenden Pazifisten. Der Pazifistenmodus verschont die Leben deiner Opfer. Der Killermodus visiert sofort die Köpfe deiner Gegner an. Da Skippy alle Gegner automatisch anvisiert und selbst bei schlechtem Aiming einen Kopfschuss nach dem anderen verteilt, ist sie easy eine der besten und auch witzigsten Waffen im Spiel. Du musst lediglich eine relativ einfache Nebenmission absolvieren, wenn du Skippy finden willst. Wir verabschieden uns von euch mit den Chicken Drumsticks aus Medieval. Gebratenen Hähnchenkeulen, die du im Spiel werfen kannst und die auch Schaden machen. Wenn du ganze 42 Hühnerbeine geworfen hast, bekommst du sogar eine Trophäe. An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich bei allen Entwicklern, die uns das Gameplay mit ihren genialen Waffenideen versüßt haben. Wir stehen auf jede Waffe, die redet, furzt, fliegt oder Tentakel schießt. Danke fürs Zuschauen und für jeden eurer Kommentare. Habt noch ein mega Wochenende und wir sehen uns Mittwoch wieder. Bis zum nächsten Mal.